Der frühere Finanzbeamte Hanno Berger gilt als Architekt der sogenannten Cum-Ex-Aktiengeschäfte. Heute verurteilte ihn das Landgericht Bonn wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung zu 8 Jahren Gefängnis und einer millionenschweren Geldstrafe. Bei den inzwischen verbotenen Cum-Ex-Deals verschoben Anleger und Banken Aktien rund um den Ausschüttungstag von Gewinnanteilen und pellten den Staat so um Steuern in zweistelliger Milliardenhöhe. 8 Jahre Haft für Hanno Berger, der Steueranwalt, der Cum-Ex-Geschäfte für seine Mandanten im großen Stil betrieb und ihn damit half, Steuern in Höhe von mehr als 270 Millionen Euro zu hinterziehen. Er soll außerdem mehr als 13 Millionen Euro Strafe zahlen. Für die Richter am Bonner Landgericht ist klar, Berger wusste von Anfang an, dass Cum-Ex nicht legal war. Die Kammer hat das Urteil insbesondere damit begründet, dass ein sehr hoher Steuerschaden hier entstanden ist und deswegen auch eine hohe Freiheitsstrafe auszuurteilen ist. Cum-Ex, komplexe Aktiengeschäfte, bei denen die Akteure sich Steuererstattung auf Aktien auszahlen lassen, obwohl sie diese Steuer nie bezahlt haben. Berger selbst hat die Taten zwar eingeräumt, aber im Prozess wenig Reue gezeigt. Sein Argument, diese Geschäfte seien erst seit 2012 illegal, vorher vielleicht problematisch, aber nicht verboten gewesen. Es mag sein, dass seine Vorträge zwischendrin über die Rechtslage, so wie er sie damals gesehen hat, und auch seine sonstigen Rechtsausführungen den Eindruck erweckt haben, als wolle er sein Geständnis revidieren. Wir sehen das anders. Wir haben erlebt, dass er in der Tat da auch Einsicht gezeigt hat. Zu der Haftstrafe von 8 Jahren könnte für Berger noch eine weitere Verurteilung kommen. Auch in Wiesbaden steht er wegen Cum-Ex-Geschäften vor Gericht. Mit Hanno Berger ist einer der prominentesten Angeklagten im Cum-Ex-Skandal nun verurteilt. 1500 Beschuldigte gibt es. Vor den Toren der Stadt Bonn entsteht nun ein Gerichtsgebäude nur für Cum-Ex-Fälle. Das zeigt, die juristische Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.